Das gibt's im ersten F&W Börsencocktail. Wir geben Ihnen Aktientipps, sagen Ihnen, wo der Markt hingeht und loten aus, wo die nächste Fusion stattfinden könnte. Willkommen zum ersten F&W Börsencocktail. Freut mich, dass Sie dabei sind. Ich bin Jan Schwalbe, der Chefredakteur der Finanz und Wirtschaft. Und neben mir steht Roland Vogt. Er ist unser Markttechniker und gleichzeitig Gründer und Besitzer von invest.ch. Hallo Roland, freut mich, dass du da bist. Dankeschön, Jan. Sehr cool. Ja. Weißt du, was wir zuerst machen? Ja, ich glaube, wir sprechen über Pharma-Titel. Ja. Ganz genau. Wir widmen uns dem absoluten Klassiker, und zwar der Frage Roche oder Novartis. Und das wird dann auch gleich unser erster Aktientipp werden. Und da gibt es wirklich Leute, die sind ganz klar für Roche und andere, die sind klar für Novartis. Und wissen Sie, wie wir das jetzt machen? Wir werfen einfach die Münze. Ganz locker Münzen werfen. Was meinst du, Roland? Das ist nicht dein Ernst. Oder? Machen wir doch. Die Chance ist immer 50-50, ob man richtig oder falsch liegt. Und das machen wir jetzt auch. Und zack, Münze und... Machen wir natürlich nicht so wirklich, Roland. War ein Scherz, ich weiß, war ein schlechter Scherz. Aber wir gucken das jetzt mehr fundamental an. Und wenn man die Analysten hört, dann sind die meisten Analysten eher von Roche überzeugt. Und ich persönlich finde das nicht. Ich setze voll auf Novartis. Und der Grund dafür ist einerseits mal die Kursentwicklung. Kurzer Blick vielleicht auf die Entwicklung. Seit der Pandemie sieht man ganz klar, Roche hat sich deutlich stärker entwickelt. 20% fast, nicht ganz, haben sie Novartis outperformed. Und da gibt es für mich absolut keinen Grund dafür. Das ist eine riesige Gelegenheit, um einzusteigen. Und zwar hat Novartis 20 Blockbuster-Kandidaten. Das sind Kandidaten in der Medikamentenwelt, die einen Umsatz von 1 Milliarde oder mehr erreichen werden. In der Pipeline 20 Stück. Die Wachstumsrate des Unternehmens bis 2026 ist mindestens 4%, danach möglicherweise noch mehr. Die Dividende hat Novartis zum 25. Mal erhöht. Und zwar im Moment auf 3,8%. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht, gerade in diesem Umfeld. Und da finde ich einfach, Novartis ist ein Top-Titel. Da rechne ich noch gar nicht mit rein, dass sie 25 Milliarden wahrscheinlich ungefähr für Sondo kriegen werden. Und das ist jetzt wirklich ganz wichtig, die Bewertung von Novartis ist gemessen am Kursgewinnverhältnis 2022 mit 14 viel günstiger als Roche mit 17. Also für mich ist es ganz klar, Roland, Novartis sticht Roche im Moment aus. Gut, Roche ist gelaufen und deshalb hat es auch viel mehr Freunde, das ist normal. Aber ich finde auch, also Roche ist, haben wir jetzt gesehen und jetzt ist Novartis dran. Und damit das mit Novartis dann auch wirklich funktioniert, muss man natürlich wissen, wie geht es mit dem Aktienmarkt weiter. Und da sind wir im Moment in einer sehr kritischen Phase. Und wir schauen doch mal auf die USA, weil das ist immer noch der Markt, der die Richtung vorgibt. Da kann jemand behaupten, was er will. Die USA gibt die Richtung vor. Und da laufen Wirtschafts- und Arbeitsmarkt im Moment richtig heiß. Und gleichzeitig ist die Inflation auf einem 40-Jahres-Hoch. Das ist nicht zu unterschätzen. Und dann will die Fed im März noch die Zinsen anheben. Und ich glaube, Roland, wir waren nie mehr gespannt, wie es markttechnisch aussieht, weil das hilft uns jetzt enorm, weil ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Die Markttechnik ist natürlich immer wichtig und schauen wir uns das in der Kursgrafik mal an. Also was da natürlich auffällt, ist, dass so ab Anfang September sich alles begonnen hat zu ändern. Wir sehen da größere Schwankungen. Generell, klar, der S&P 500 hat da jetzt zu Beginn des Jahres, am 5. Januar, noch ein neues Hoch gemacht. Aber man kann doch feststellen, dass eigentlich seit September sich so die Haptik verändert hat und die Schwankungen immer größer werden. Und das sieht jetzt so aus, dass das noch eine Zeit lang so weitergeht. Und dann wären eigentlich gemäß diesem Bild dann tiefere Kurse angesagt. Tiefere Kurse, tatsächlich? Tiefere Kurse, ja. Keine guten Neuigkeiten für unseren Novartis-Tipp. Ja, dann kann man Novartis etwas günstiger kaufen, aber das ist ja gut. Aber ist ja auch ein langfristiger Tipp in dem Sinn. Also man muss ein bisschen Geduld haben, sagst du. Genau, es ist jetzt einfach im Augenblick nicht gerade der Tag. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, jetzt wird es noch eine Zeit lang seitwärts gehen und Trading-Möglichkeiten natürlich in diesem Zuge. Und dann darf man damit rechnen, dass die Börse dann wirklich leichter tendiert. Also das heißt, die Auswahl der Titel wird immer wichtiger? Ja, natürlich. Es wird immer selektiver jetzt werden. Kurz zwischendurch ein kleiner Teaser für das Programm, das
FUW.ch bzw. Finanz und Wirtschaft, hier noch die richtige, schöne Printausgabe, vorhat in den nächsten Tagen, wahrscheinlich schon vor dem Wochenende. Wir schauen uns an, weil wir das wirklich erwarten, was passiert, wenn der Franken gegenüber dem Euro zur Parität geht. Also 1:1, 1 Franken, 1 Euro. Wir wissen nicht genau, wann das passiert, aber wir sind in der Richtung auf dem Weg, auch wenn wir im Moment bei 1,06 sind. Und da sind nicht alle Schweizer Unternehmen wirklich darauf vorbereitet. Und wir analysieren, wer ist vorbereitet und wer ist nicht vorbereitet. Kleiner Teaser, fnb.ch, gehen Sie drauf und schauen Sie sich an. Ich habe gerade mit unserem Korrespondenten in New York gesprochen, er hat auch einen Text darüber geschrieben. M&A läuft immer noch wahnsinnig. 2021 hatten wir schon Rekordjahr mit insgesamt 5,9 Billionen Dollar an Übernahmen. Und jetzt soll 2022 nochmal ähnlich krass werden. Und zwar mitten in der Corona-Pandemie. Das ist ja schon überraschend, oder? Das ist ziemlich schräg, ja. Also würde man nicht erwarten. Also Krise heißt ja. Krise heißt ja, und wir merken nichts. Das hat damit zu tun, dass viele Branchen sind einfach gezwungen, sich schneller zu verändern. Die Welt verändert sich und so müssen auch Unternehmen vordenken. Die meisten Übernahmen sehen wir im Tech-Sektor. Da saugen die Großen einfach die Kleinen auf. Geld spielt da überhaupt keine Rolle. Da wird bezahlt. Egal was. Der Drang zu Zusammenschlüssen, das war sicherlich, glaube ich, auch ein Grund, warum die Börse so gut gelaufen ist. Also das hat die Kurse sicherlich getrieben, oder Roland? Ja, das haben wir ja gesehen. Und jetzt die Schwankungen, also halt auch die Unsicherheiten mit den Übernahmen und so weiter. Ja. Genau, da fragt man sich so ein bisschen. Wir hatten jetzt auch gerade ein, zwei Übernahmen, die abgesagt wurden, zum Beispiel mit Nvidia und Arm. Das ging nicht, da hat die Wettbewerbsbehörde gesagt, machen wir nicht. Und trotzdem, im Tech-Bereich besonders, da gibt es im Moment einige große Übernahmen und da sollen 600 Milliarden Dollar bereitstehen für riesige Übernahmen. Und da gibt es wahnsinnige Gerüchte im Moment. Das erste macht noch Sinn. Amazon soll Peloton kaufen. Hast du auch so ein Ding, oder? Ja, so ein Peloton? Mit den Sportgeräten, genau. Mit den Sportgeräten, okay, da setzen wir uns dann nachher gleich drauf. Das könnte auch durchaus noch sein, auch wenn ich vom Peloton selbst nicht voll überzeugt bin. Da gibt es noch diese wahnsinnigen Gerüchte, zum Beispiel, dass Apple eventuell an PayPal interessiert ist oder an Netflix sogar. Netflix, also das kann ich Ihnen nicht so richtig glauben. Ist schwer vorzustellen und da würde ich dann auch wieder sagen, die Wettbewerbsbehörde müsste sich dann schon überlegen, geht das oder geht das nicht. Aber ich sage jetzt mal, es bleibt spannend und wo es auch super spannend bleibt, ist auf der Computerspielseite mit den Themen Metaverse etc., Microsoft, Activision, Sony, Bungie, da haben wir was gesehen und da kommt noch mehr. Und wenn wir schon beim Trend sind von Fusionen im Bereich Gaming und Tech, dann kommen wir doch gleich auch zu unserem allerersten F&W-Trading-Tipp. Und kleiner Disclaimer, Trading-Tipps, die bergen immer einige Risiken, weil da spekuliert man doch auf Bewegungen, die man nicht hundertprozentig voraussehen kann und die sollten dann auch relativ schnell passieren. Egal, unser Trading-Tipp, der heißt Ubisoft. Ubisoft, das ist ein Gaming-Player, 1996 gegründet, in Frankreich zu Hause, Marktkapitalisierung ungefähr 6 Milliarden Dollar. Und das ist ein echt gutes Unternehmen. Und was mich besonders an Ubisoft interessiert, ist, dass die Aktie noch nicht richtig vom Fleck gekommen ist. Die handeln auf knapp über 50 Dollar und das ist weit weg vom 52-Wochen-Höchst. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Große ganz genau anschaut, was Ubisoft macht. Und Ubisoft macht viel. Sie haben gerade eine neue Version von Rainbow Six lanciert. Sie haben das Avatar-Game in der Pipeline. Zusammen mit dem chinesischen Tencent entwickeln sie gerade ein neues Game. Das ist ganz besonders spannend. Und zudem, wenn man so ein bisschen die Empfehlungen anschaut, Morgan Stanley zum Beispiel auch gerade wieder auf Overweight gesetzt. Ich glaube an Ubisoft im Moment. Was meinst du denn, Roland? Schauen wir uns das an. Also was man hier mal zuerst sehen kann, dass die Aktie äußerst dynamisch ist. Also hier jetzt eine Kurshalbierung seit Januar 2021. Also hier wird sicher nicht langweilig. Und auch jetzt, was man da jetzt beobachten kann, der jüngste Abwärtstrend ist schon gebrochen. Und wenn man jetzt mal annimmt, dass so etwa die Hälfte von dem Verlorenen wieder aufgeholt wird, dann kann man also so etwa mit 70 Euro hier rechnen und dann kommen wir doch auf ein ordentliches Aufwärtspotenzial. Das wäre schon mal nicht schlecht, 70 Euro. Also da hätten wir schon einiges verdient. Also was ich versprechen kann, langweilig wird Ihnen mit Ubisoft nicht, weder mit den Spielen noch mit der Aktie. Vielleicht versuchen Sie es ja.
Ja, und das war's schon, der erste F&W Börsencocktail. Mir hat Spaß gemacht. Wie war es bei dir? Ja, mir auch. Gerne wieder, Jan. Noch wichtiger natürlich, dass es Ihnen auch wirklich Spaß gemacht hat. Und dazu brauchen wir Ihre Comments. Bitte sagen Sie es uns. Wie fanden Sie es? Toll oder nicht so toll? Danke schon mal dafür und wir sehen uns.